Was macht ein Mathematiker im Rasen? Genau, Wurzel ziehen. Und dass du das nicht machen musst, erkläre ich dir ganz genau, wie du einen unkrautfreien Rasen bekommst. Der Schlüssel bei der Unkrautbekämpfung ist es, das Unkraut zu stressen. Und das machen wir durch Rasenmähen. Durch Rasenmähen verletzen wir das Unkraut ständig durch Schnitte. Für den Rasen ist es nicht schlimm, für viele Unkräuter aber ist es schlimm. Und damit werden sie Stück für Stück vom Rasen vertrieben. Es ist aber extrem wichtig, den Rasen hier super regelmäßig zu mähen und auch einen tiefen Schnitt zu machen. Was heißt ein tiefen Schnitt? Zwischen 3 und 4 cm, wahrscheinlich bei den meisten um die 4 cm ist ideal. Und dann mindestens 2-mal die Woche den Rasen zu mähen, ist super effektiv, um das Unkraut langfristig vom Rasen zu verdrängen. Das knüpft an den zweiten Tipp, den Rasen zu aerifizieren. Auch das stresst natürlich das Unkraut und sorgt aber auch dafür, dass Luft und der Sauerstoffaustausch für den Rasen verbessert wird. Zusätzlicher Profi-Tipp: einmal das Aerifizieren ist hilfreich, wie gerade erklärt, aber auch das Lüften vom Rasen. Beim Lüften wird nicht wie beim Aerifizieren richtige Löcher in den Boden gestochen, sondern beim Lüften wird der Rasen durchgekämmt und da werden vielleicht auch oder vor allem auch Unkräuter, die flach auf dem Rasen liegen und wo beim Mähen nicht erwischt werden, nochmal aufgestellt und können zum Beispiel nach dem Lüften mit den Federzinken, wenn dann gemäht wird, dann wird dieses Unkraut, das eigentlich nicht erwischt wird, mit dem Rasenmäher abgemäht. Das ist noch ein Profi-Tipp. Eine deutlich einfachere und schnellere Version ist natürlich, den Unkrautvernichter zu verwenden. Am besten hier den turbogrünen Unkrautvernichter verwenden, einfach aus dem Grund, weil er wirklich den Rasen stehen lässt und nur das Unkraut angreift. Wichtig ist beim Unkrautvernichter, die Bedingungen müssen passen. Es muss warm, trocken und am besten auch windstill sein. Dann ist es am effektivsten und dann einfach das Unkraut mit so einer Spritze nur benetzen, ein paar Tage warten und dann geht das Unkraut kaputt.